Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kassecker. Als nächstes am Wort ist der Abgeordnete Axel Kassecker. Er ist Energie- und Wirtschaftssprecher der FPÖ. Lohnnebenkosten, wir haben auch schon vom Kollegen Karl-Heinz Kopf jetzt gehört, dass wir zwar sehr, sehr hohe Lohnnebenkosten haben, aber immerhin in den letzten 10 Jahren diese Lohnnebenkosten um 1,6% gesenkt wurden mit irgendwelchen 0,Beiträgen. Das zeigt ja genau die Geisteshaltung bzw. die Wirtschaftspolitik, die Sie machen. Die Lohnnebenkosten sind bei weitem noch zu hoch. Und es gibt mir Gelegenheit, einmal ganz grundsätzlich als freiheitlicher Wirtschaftssprecher die Wirtschaftspolitik der ÖVP, der ehemaligen Wirtschaftspartei ÖVP, unter die Lupe zu nehmen. Das hätte ich mir eigentlich erwartet bei der Rede des Herrn Bundeskanzlers an die Nation, eine Leistungsbilanz. Er hat keine Leistungsbilanz geliefert, sondern er hat uns erzählt, was er alles machen wird, unausgesprochen, wenn ich einmal Kanzler werde. Das Problem ist nur, er ist Kanzler seit 2 Jahren, das Problem ist nur, die ÖVP ist in den Regierungen seit 38 Jahren. Und da fragt man sich, was haben Sie in diesen 38 Jahren geleistet? Und ich werde es Ihnen sagen, nicht besonders viel, weil wenn er die Leistungsbilanz gemacht hätte, dann müsste er sagen, wir haben in Wahrheit in den letzten Jahren vollkommen versagt, was Wirtschafts- und Standortpolitik betrifft, nämlich vollkommen versagt, sowohl auf Bundesebene in der Republik Österreich als auch auf europäischer Ebene, wo Sie ja über Ihre Europäische Volkspartei in den wesentlichen Steuerungsstellen der Europäischen Union, sei es in der Kommission, die Präsidentin ist in Ihrer Schwesterpartei, Sie haben die Mehrheit im Europäischen Parlament und auch im Rat haben Sie Ihre Vertreter, ein vollkommenes Versagen, deswegen hat Nehammer hier nichts darüber, ein vollkommenes Versagen in der Corona-Politik, wo Sie den Wirtschaftsstandort massiv geschädigt haben, ein vollkommenes Versagen in der Schuldenpolitik, 20 Milliarden Defizit, wo uns die Zinsen umbringen werden noch, oder eine schwere Belastung für den Wirtschaftsstandort, eine schwere Belastung für die Zukunft zulasten unserer Kinder, ein vollkommenes Versagen in der Sanktionspolitik, ein vollkommenes Versagen in der Klimapolitik, wo man durchaus von Greenflation sprechen kann. Das ist alles überschießend, im Übrigen relativ planwirtschaftlich totalitär, das hat mit freier Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Das freiheitliche Selbstverständnis von Wirtschaft ist jenes, das prioritär die Kunden bestimmen, was sie jetzt kaufen, welches Auto sie fahren, welches Haus sie bauen und nicht die Obrigkeit den Menschen vorschreibt, dieses hast du zu fahren, dieses Heizung hast du zu benutzen etc. Das ist was diametral anderes, womit Sie offensichtlich überhaupt kein Problem haben mit dieser planwirtschaftlichen Ausrichtung der Klimapolitik der Europäischen. Das tragen Sie alles mit. Ein vollkommenes Versagen in der Migrationspolitik, das jetzt zugegebenermaßen in den Medien auch schon, das sind Milliardenkosten. Also das wäre Ihre Leistungsbilanz. Was machen Sie? Sie werfen, das kenne ich, ich bin auch schon länger im Geschäft, Sie werfen wieder die Kopiermaschine jetzt an, die Wahlkampf-ÖVP-Kopiermaschine, kopieren damit massefreiheitliche Ideen. Das ist ja, sind ja auch unsere Ideen, Lohnnebenkosten senken, Bürokratie einschränken und so weiter und so fort. Vieles von dem, was da drinnen steht, ist ja durchaus in Ordnung, nur glaubt Ihnen keiner mehr. Weil auf die Frage, ja wann wollen Sie denn das machen, die Antwort, dann, wenn ich Bundeskanzler bin, vom Kanzler Nehammer, wenig überzeugend ist. Also ich frage Sie, wann wollen Sie das machen? Wenn es Bundeskanzler Nehammer ehrlich meint, dann müsste er sagen, ab sofort. Das hieß aber dann Neuwahlen, ab sofort. Wir werden Ihnen heute die Gelegenheit geben, es gibt wieder 2 Anträge von der Freiheitlichen Partei, werden eingebracht werden und von der SPÖ. Aber offensichtlich haben Sie da kein Interesse und dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie vollkommen an Glaubwürdigkeit verlieren. Im Übrigen, wenn man sich das Programm anschaut, wie gesagt, relativ wirtschaftsliberal, dann frage ich mich auch, mit wem wollen Sie das umsetzen? Mit den Grünen, mit den Sozialdemokraten? Das kann sich meines Erachtens nicht ausgehen und das wird sich nicht ausgehen. Und die Frage, die Nehammer vollkommen unbeantwortet lässt, wie wollen Sie das finanzieren? Wir können schon senken, Kollege Kopf, den Fluff und so weiter und das Ganze sind wir auch der Meinung. Übrigens seit Jahren, Kollege Lohacker hat es ja erwähnt, 18 Anträge der NEOS abgelehnt. Ich könnte Ihnen jetzt vorlesen, 20, 25 diesbezügliche Anträge der Freiheitlichen Partei auch alle abgelehnt. Das heißt, was vollkommen fehlt, ist die Gegenfinanzierung. Und das wird
Das wird nicht anders gehen, als bei dem einen oder anderen Bereich einzusparen. Die Ausgaben des Staates, der vollkommen überbordend ist, einmal genau zu analysieren und zu sagen, das ist notwendig, das nicht. Nichts von dem, weil Sie das nicht wollen, weil Sie die Gießkannenverteilpartei mittlerweile geworden sind. Und das ist natürlich für den Standort Österreich sehr schade. Das war Axel Kassecker von der FPÖ. Wir befinden uns aktuell in der Debatte zum Fristsetzungsantrag der NEOS betreffend Senkung der Lohnnebenkosten und Schaffung von Lohnverhandlungsspielraum.